Moin moin liebe Sportsfreunde, Faust im Start, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Story of My Life. Erstmal vorweg, was ihr hier seht ist Postel 3, allerdings ohne Ton, weil in dem Spiel so viel gequatscht wird. Das würde hier stören. So, zwei Leute haben gefragt nach einer peinlichen oder sehr peinlichen Situation. Und da ist mir eigentlich gar nichts eingefallen zu, tatsächlich. Weil, ja, mir ist nichts peinlich. Oder, ja, also es dauert sehr lange, bis mir wirklich was peinlich ist. Und tatsächlich, wenn ich so überlege, ich habe mir natürlich ein paar Tage jetzt Gedanken darüber gemacht, was ist mir peinlich, was könnte ich erzählen, ne? Ich habe aber nichts gefunden. Aber, ich kann anderen Menschen eine peinliche Situation bereiten und da möchte ich mal was drüber erzählen. Und ich weiß auch, dass meine Freundin mich danach töten wird, weil das hat, ja, indirekt, also sie ist in der Story mit dabei. Ja, so sagen wir das mal, ja. Und zwar Kondome. Ja, wir waren, wie lange ist das her? Weiß ich nicht. 4 Jahre, 5 Jahre, weiß ich nicht mehr so. Irgendwie so um den Dreh. Wir waren beim DM oder beim Rossmann. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher. Aber ich meine, es war der DM hier bei uns. Oder? Ist auch egal. DM oder Rossmann ist ein Drogeriemarkt. Müssten eigentlich alle kennen. Ne? Da geht man halt hin, wenn man Kondome haben will. So, wir stehen auf jeden Fall vor dem scheiß Kondomregal da. Gibt ja nicht nur eine Sorte, ne? Gibt ja alles Mögliche in verschiedenen Größen und Packs und Preise und hast du nicht gesehen, ne? Ja. da ich natürlich gerne Leuten peinliche Situationen bereite, war das auch meine pure Absicht, das war nicht mal unabsichtlich, stehen wir da halt vor dem Regal und ich halt ziemlich laut, welche Kondome sollen wir denn jetzt kaufen? Ohne Scheiß, ne? Ja, meine Freundin ist schon im Boden versunken. Ja, ich mach sowas immer gerne. Ja, und das Allergeilste, das war, ich weiß, da war ein Opa. Ich weiß nicht, wie alt der war. 70, 80, 112, keine Ahnung, aber auf jeden Fall alt. Richtig, richtig alt. Ja, der stand irgendwie, der stand jetzt nicht bei den Kondomen, ich weiß nicht, was daneben stand. Keine Ahnung, irgendwelche anderen Hornhaut-Raspel-Produkte oder so, so ein Zeug, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das natürlich gehört. War ja auch meine Absicht, dass das andere Leute hören. Dann sagte der nur, ja, viel Spaß dann, ne? Ich hab gelacht, ich fand das witzig. Meine Freundin nicht, ne. Ja, das war schon echt, ich fand das cool. Ja, eigentlich ist das eigentlich auch schon alles gewesen. Die Kondome haben wir natürlich gekauft. Und, ja. Jetzt sind wir gerade mal bei etwas über 3 Minuten. Da habe ich noch eine Situation. Und wir befinden uns wieder beim Rossmann. Oder beim DM. Oder war das der Müller? Auf jeden Fall auch wieder in einem Einkaufsgeschäft. Ich glaube, das war der Müller. Der alte Müller, der momentan, also der jetzt auch schon seit ein paar Jahren zu ist. Wir hatten das früher bei den Kindern so gehandhabt, dass wenn die, ja, frech waren, nicht gehört haben oder was weiß ich, ne? Viele kennen ja die stille Treppe. Und da wir aber in einer Wohnung leben, haben wir keine Treppe. Haben wir halt die stille Decke ins Leben gerufen. Und wir hatten dann in der alten Wohnung war das auf jeden Fall. Da hatten wir halt eine Decke in der Ecke liegen. Und ja, die Kinder, wenn die dann frech waren, nicht gehört haben, Scheiße gehört haben, was auch immer. Man muss dazu sagen, wie alt waren die? 3, 4, irgendwie sowas, ne? Weiß ich nicht mehr genau. Da mussten die sich dafür ein paar Minuten hinsetzen, 5 Minuten oder so. Und wir waren eines Tages, waren wir irgendwie, ich glaube an der Burg Wissen, ne? Da ist ein Spielplatz mit Wiese und Wald und so. Da, ja, da waren wir dann mit den Kindern, haben natürlich auch Decke mitgenommen, ja. Und danach sind wir halt, ich glaube bei Müller war das, ich weiß nicht, sind wir trinken holen gegangen, weil wir am Verdursten waren oder so, irgendwie sowas, ist auch egal, was wir da geholt haben. Jedenfalls konnte der Sohn meiner Freundin
die Finger nicht aus den Regalen lassen. Und somit, ich glaube, die Kleine, die saß auch noch im Kinderwagen, genau. Aber das ist aber jetzt unwichtig. Jedenfalls, habe ich die Decke ausgepackt. Habe ich die bei Müller irgendwo mitten in den Gang gelegt. Und habe gesagt, Junge, hinsetzen. Stille Decke. Und dann habe ich da auch 5 Minuten gewartet. Mir ist das scheißegal. Mir war das nicht peinlich. Meiner Freundin schon. Ja. War mir in dem Moment aber egal. Tatsächlich. Ich fand's gut. Also hat auf jeden Fall auch gewirkt, ne? So, das muss man auch mal dazu sagen. Und ja, ich glaube, war die Schwiegermutter auch noch dabei? Kann gut sein, ne? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall meiner Freundin war das halt auch peinlich. No, mir nicht. Ich dachte mir, ja, muss sein. Warum denn nicht? Funktioniert zu Hause, warum auch nicht unterwegs? Ich hätte das auch mitten auf der Straße gemacht, wäre mir egal gewesen. So, das war eigentlich auch schon alles. Peinliches über mich gibt es nicht. Also zumindest nicht, was mir peinlich ist. In diesem Sinne war es das eigentlich auch schon. Vielleicht jetzt nicht so spannend wie die erste und auch letzte Folge Story of My Life, ne, mit dem Reißverschluss. Aber es ist ja nicht immer alles brutal lustig oder brutal schmerzhaft oder was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall das, was mir dazu eingefallen ist. Und für weitere Stichworte, Themenvorschläge oder was weiß ich, was mich halt auf irgendeine Story aus meinem Leben bringt. Ja, in die Kommentare, haut da mal rein für das nächste Mal. Ansonsten, würde ich sagen, sind wir jetzt hier bei, nicht mal 7 Minuten. Naja gut, ist aber halt mal so. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Faustus. Ciao, ciao.